Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute haben wir diese Themen für Sie. Fotoausstellung von Lugi Knobel, ein spannender Ländle-Talk und wie immer die aktuellsten News, Wetter und Sportinformationen. Der mehrfache Landesmeister Ludwig Knobel präsentiert im Venomna Center in Rankweil seine Werke zum Thema Natur pur. Wir waren bei der Vernissage mit dabei. Die beiden Hobbyfotografen Lucky Knobel und der Linzer Ludwig Kolm stellen derzeit wieder ihre Werke im Venomna Center in Rankweil aus. Lucky Knobel, Mitglied des Fotoclubs ESV Feldkirch, ist vor allem im Sportbereich fast eine Legende. Mit der Ausstellung Natur pur zeigt er, dass er auch bei solchen Aufnahmen ein Mann vom Fach ist. Altbürgermeister Hans Kohler meinte über Knobel, er sei ein Zehnkämpfer der Fotografie. Normalerweise ist ein Fotograf gut in einer Disziplin, hat sich dort eingeschossen, hat dort gute Erfahrungen. Aber das, was Lucky macht, ist schon bewundernswert. Die Ausstellung Natur pur, eine sehenswerte Palette von verschiedensten Natureindrücken, findet noch bis 31. Oktober im Venomna Center in Rankweil statt. Die Fotoausstellung können Sie noch bis Ende Oktober im Venomna Center in Rankweil bewundern. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellsten Nachrichten des Tages. Neue Leichtathletikanlage in Lustenau. Heute erfolgte der Spatenstich für die neue Schulsport- und Leichtathletikanlage im Lustenauer Sportpark. Neben der Nutzung durch die beiden Lustenauer Leichtathletikvereine soll die Anlage auch für den Breitensport wertvolle Impulse liefern und einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Sportparks setzen. Es gibt eine 400-Meter-Bahn und ein wunderschönes Infrastrukturgebäude, ein sehr funktionales und eine Tribünenanlage. Also die Anlage wird sich hervorragend eignen, natürlich für den Trainingsbetrieb, aber auch für Wettkämpfe. Und wir freuen uns riesig, dass jetzt unsere beiden Leichtathletikvereine eine wirklich zukunftsweisende Sportanlage bekommen. Es hat jetzt viele Jahre gedauert und umso mehr freut es sicherlich auch die Sportlerinnen und Sportler, dass jetzt dieser Tag gekommen ist. Pflegevorsorgestrategie bis 2030. Das Land Vorarlberg hat im heutigen Pressefoyer seine Pflegevorsorgestrategie bis 2030 vorgestellt. Auf Grundlage eines universitär begleiteten Monitorings sollen die Pflegeangebote und Pflegeleistungen bedarfsgerecht entwickelt werden, erklärte Landeshauptmann Markus Wallner nach der Regierungssitzung. Und Landesrätin Andrea Kaufmann besucht Bibliothek am Garnmarkt. Seit 2009 wird die Bibliothek Götzis gemeinsam von der Gemeinde und der Volkshochschule Götzis am neuen Standort am Garnmarkt geführt. In dieser Zeit hat sich die Bibliothek in verschiedener Hinsicht zu einem Vorzeigemodell über die Region hinaus entwickelt. Dies nicht nur aufgrund der stetig steigenden Entlehnzahlen, sondern insbesondere auch durch vorbildliche Aktivitäten und Projekte in der Lesefrühförderung und im Bereich des integrativen Spracherwerbs und der Mehrsprache. Bei einem Besuch in der Bibliothek ließ sich Landesrätin Andrea Kaufmann gemeinsam mit Bürgermeister Werner Huber über die erfolgreiche Arbeit der Bibliothek Götzis informieren. Beim Ländle-Talk im Restaurant Mahlzeit in Götzis war diese Woche Bernhard Feigl, der Spartenobmann der Wirtschaftskammer Vorarlberg, der Sparte Gewerbe und Handwerk, zu Gast. Sie sehen nun einen kleinen Ausschnitt davon. Die Lehrlinge bekommen natürlich immer wieder auch, die erste Entscheidung ist natürlich, sie entscheiden sich für eine Lehre und ist für sie wichtig, sie haben eine berufliche Zukunft. Ist diese große, zwischenzeitlich weit hinaus bekannte Lehre Goes Party Veranstaltung auch ein kleines Dankeschön an die Lehrlinge? Ja. Also man muss das mit den Lehrlingen, es ist ja diese, wir wollen reagieren und wir reagieren auch. Wir haben ein modernes Handwerk, ein zeitgemäßes Handwerk und diese Lehrlinge von heute, das sind ja Jugendliche aus dieser berühmten Generation Y, also diese Generation Y, die ja ganz andere Motivatoren haben, wie wir sie damals hätten. Also Sie und ich, wir sind gerade noch so diese Babyboomer-Generation. Da ging es um Macht, um Einfluss, um Geld, vor allem um Geld. Und wenn man diese Jugend heute ansieht, der größte Motivator der Jugend heute ist das sinnerfüllte Tun. Und dieses sinnerfüllte Tun,
das liegt im Handwerk und Gewerbe. Wir haben ja neben der finanziellen Entlohnung, gibt es im Handwerk und Gewerbe auch noch zwei emotionale Entlohnungen, die sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist diese Verankerung in die Realität. Also seit der Wirtschaftskrise, früher dachte man immer nur, man kann mit Geld Geld verdienen, aber seit dieser Krise vor 2 Jahren hat man festgestellt, dass diese Verankerung in der Realität, dass man wirklich reale Dinge fertigt, herstellt, Lebensmittel macht und, dass das einen sehr hohen Stellenwert hat. Und das zweite ist der Stolz an der eigenen Leistung, der bei uns in der Berufsgruppe, in der ganzen Gruppe sehr gelebt wird, sei es durch die Kluft der Zimmerleute zum Beispiel. Diese Identität, die ist für uns als Gruppe sehr, sehr wichtig und für die einzelnen Gruppen auch sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt zurückkommen, Lehrling aus Bati und zu der Generation Y, dann haben die auch, also mit der Zusatzpension kann ich einen Lehrling von heute nicht fesseln oder mit einer, ich weiß auch nicht was, aber diese Life-Balance-Dinge oder dass man auch miteinander feiern kann, hat auch einen großen Stellenwert und das muss auch und darf auch bei den Jugendlichen heute einen hohen Stellenwert haben. Und da wollen wir gemeinsam mit den Leuten feiern und diese auch mit ihnen gemeinsam anstoßen und schöne Dinge erleben und da machen wir ganz tolle Dinge. Den gesamten Talk sehen Sie diese Woche im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellsten Nachrichten aus der Welt des Sports. Spiel der Spiele heute Abend für das österreichische Fußballnationalteam in der WM-Qualifikation für die Endrunde 2014 in Brasilien geht es gegen Kasachstan. Für die Kohler 11 zählt dabei nur ein Sieg, ansonsten kann die Teilnahme wohl vorzeitig abgehakt werden. Der Ankick im Wiener Ernst-Happel-Stadion erfolgt um 20.30 Uhr. Drei Vorarlberger fahren am Freitagmorgen in der ÖSV-internen Qualifikation um ein Ticket für den Weltcup-Riesentorlauf-Auftakt in Sölden. Neben Bernhard Graf und Björn Sieber wird auch Friedrik Berthold um einen Startplatz kämpfen. Bereits fix qualifiziert ist Marcel Mattis aus Hohenems. Ich habe halt versucht, bei jedem Rennen das Beste auszuholen und hier hat es eigentlich ganz gut funktioniert. So der Youngster nach der letzten erfolgreichen Saison. Aktuell belegt Mattis in der Riesentorlauf-Weltrangliste Platz 15. Und neuer Spieler für den Dornbirner EC. Die Bulldogs nahmen Stürmer Christoph Harant unter Vertrag und erhoffen sich dadurch mehr Tiefe im Kader. So viel zum Sport und was morgen die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Private lassen sich beim Begleichen von Rechnungen mehr Zeit. Zahlungsziel wird von Privatkunden in Vorarlberg im Schnitt um 5 Tage überzogen. Das Budget ist in Zahlen gegossene Politik, heißt es. Doch wohin fließen die Steuergelder tatsächlich? Die VN lüften das Geheimnis. Und die Internetkriminalität steigt. Ein zu sorgloser Internetumgang und gefinkelte Betrüger führen zu zahlreichen Beschwerden und Anzeigen. Soweit die Schlagzeilen von morgen. Sie sehen jetzt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin, tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Head Effect bei Intercoiffeur Pleikner. Zu finden im Montfort Park in Götzis. Heute Nacht ist es gering bewölkt, eventuell bilden sich am Bodensee und im Rheintal flache Nebelfelder. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 8 Grad, der Wind weht mit 10 km aus Süden. Morgen in der Früh sind stellenweise flache Nebelfelder möglich, die sich aber bald auflösen sollten. Es wird im ganzen Ländle recht sonnig, tagsüber ziehen höhere Wolkenfelder durch und dämpfen den Sonnenschein zeitweise etwas. Zudem wird es am Nachmittag föhnig und wärmer, in höheren Lagen wird es leicht frostig. Die Tiefstwerte in Vorarlberg am Mittwoch 1 bis 5 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad. Am Donnerstag wird es überwiegend sonnig und warm. In den typischen Föhntälern bricht der Südwind im Tagesverlauf durch. Die Tiefstwerte am Donnerstag 5 bis 8 Grad. Bei Föhn wird es etwas wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Am Freitag überwiegt bei teils kräftigem Föhn der Sonnenschein. Dazu wird es nachmittags spätsommerlich warm. Und am Samstag ist es heiter bei Temperaturen von 11 bis 20 Grad.